Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Case-Opening auf PvP Romania. Ich habe nur durch euch, weil ihr meinen Code immer so schön benutzt, 7110 Dares. Und um euch mal zu zeigen, wie das entstanden ist, 50 Leute mittlerweile, nee sogar 54, haben sich mit meinem Referral-Code hier auf dieser Seite angemeldet. Darum habe ich jetzt eben diese Boni bekommen, was richtig sick ist. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du noch keinen PvPro oder PvP Romania Account hast, dann kannst du dich dort anmelden und als Referral-Code meinen Code benutzen. Dann bekommst du 50 Coins sofort gutgeschrieben auf dein Konto. Dann stehen bei dir da oben 50. Und mit diesen 50, die du dann da stehen hast, kannst du so eine Ding öffnen, so eine Kiste hier, irgendeine. Also, ne? Achso, und Glücksspiel ist ab 18, gell? Seid 18, wenn ihr hier was macht. Ihr bangert und verspielt euer Geld nicht. Wenn ihr kein Geld habt, dann spielt mit den 50 und das war's. Ihr könnt mit diesen Münzen aber auch was anderes machen. Und zwar könnt ihr, wenn man jetzt auf die Hauptseite geht, Spiele spielen, bei denen ihr dann wiederum Münzen gewinnen könnt. Entweder kostenlos oder mit Einsatz, dass ihr so richtig mit Einsatz reingeht. Ihr könnt Ligaspiele spielen und sogar Tournaments spielen. Da haben Beryl und ich letztens eine Runde gezockt. Das macht schon echt Fun. Und im Store könnt ihr euch auch sofort, wenn ihr eben genug Münzen habt, auch einfach irgendeinen Skin kaufen. Also zum Beispiel hier so eine Flashback könnte ich jetzt direkt holen. Aber ich will diesen Nervenkitzel des Kistenöffnens natürlich haben. Deswegen ist die jetzt eher nichts für mich. Ist es eigentlich ziemlich schnäppelig? Kann das sein? Circa 50 Cent? Ist die nicht eigentlich viel mehr? Well-worn ist die. Naja, okay. Ja, und dann kann man hier eben noch zu guter List of Cases drücken und da könnt ihr Kistchen aufmachen. Und ich werde jetzt ein schickes Case-Opening dank euch machen. Vielen Dank nochmal dafür. So, was machen wir? Wo fangen wir an? Wir machen einfach mal so Digi direkt auf, dass alles weg ist? Nee, oder? Was ist da alles drin? Aha, Schotter. Mhm. Ja, da kommt irgend so eine Kackwumme. So eine Airlock. Für einen Euro oder so. Hier ist ja mal gar nichts Gescheites drin. Gut, die zwei Knives, aber die Chancen sind höchst gering. Wir machen mal diese Alligator-Kiste auf. Wo ist denn die? Die fand ich beim letzten Mal schon so cool. Die See ya later Alligator-Kiste. Die machen wir jetzt einmal auf. Da ist entweder ein Alligator drin oder so eine Sandschiss. Aber achtet hier auch auf die Chancen. Ich weiß nicht, wie echt oder wie wahr die sind. Vielleicht sind die Chancen sogar noch schlimmer. Aber das heißt nicht 50-50, sondern wirklich nur 1%. Ja? Man soll nicht denken, auch wenn es hier so aussieht, also wenn ich jetzt hier auf Buy Now drücke, kann ich hier jetzt nicht direkt öffnen oder was? Ah, okay. Es sieht hier so aus, als wenn es 50-50 wäre, aber es ist nicht 50-50. Ne? Die Seiten wissen schon, wie sie euch holen. Ja, schade, knapp daneben. Fast. Ich kann die direkt wieder für 16 verkaufen, mache ich ja auch. So eine Sandschiss brauchen wir nicht. Natürlich bin ich ja auch wieder am Geiern für die Giveaways, dass ich noch mehr tolle Skins für euch habe. Da unten gibt es noch so eine 1%-Geschichte. Hier gibt es eine 1%... Das sind alles so 1% Dinger. Ey, komm, machen wir mal durch. Eine Bamboo Forest, die ist gar nicht so übel. Natürlich würde ich schon eher eine Redline nehmen. Klar, logisch, habe ich die jetzt gekauft. Kann ich einfach mehrere kaufen? Okay. Bumm, und jetzt mache ich direkt noch die hier auf. Oh mein Gott, zwei auf einmal. Voll die Überflutung. Der Reize. Hab ich gesagt. Soweit so gut. Dann machen wir einfach mal noch ein Kistchen auf von diesen 1% Dingern. Und zwar wird mich doch jetzt auch mal hier diese... Wow. Wir machen jetzt mal so eine 1000er Kiste auf. Boah, so eine Blaze wäre natürlich der Hammer, ne? Wir schauen mal, was bei rumkommt. Es irritiert mich, dass die nicht direkt aufgehen. Dass ich dann jedes Mal hier oben auf Open drücken muss. Okay. Ich mach mal die Augen zu und hoffe einfach auf das Beste, nicht wahr? Klack, 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 klack. Klack, klack, klack. Wir gucken mal. Eine Meteorite, naja. Behalten wir mal. Was ist denn hier oben in dieser Rifle-Kiste? Da könnte auch was Schickes drin sein. Wahrscheinlich wird es eher was von hier unten, aber wir spekulieren einfach mal auf so eine Impress, ne? Zack. Ah, man muss ja erst draufklicken. Wir schauen mal, was da so... Oh, ganz viele graue. Gut. Wie gesagt, diese Dinge habe ich mal behalten, diese Meteorit, es ist ja immerhin Abyss. Aber wir machen mal weiter, warte, Cases. Diese Zeus-Kiste, hatte ich damit nicht mal voll Glück? Die hole ich auf jeden Fall auch mal ran, so. Dann hole ich noch eine Heavy-Kiste ran, aber sichi-pichi. Und eine Samurai hole ich auch. Und jetzt machen wir einfach mal alle drei hintereinander oder untereinander auf. Und dann was ist denn jetzt los? Achso, ein Trade-Offer habe ich jetzt. Oh, was ein Glück. So tolle Sachen. Juhu. Insta-Sell den Scheiß. Achso, ja, ich kann jetzt die Meteorite oder was? Irgendwas kann ich jetzt annehmen. Ach, das ist die Bamboo Forest, die jetzt reinkam. Juhu. Ich habe mich noch gewundert, was ich da verschickt habe, okay? Das war nicht geplant, aber naja. Die Meteorite ist immerhin 1000 wert. Das ist ja schon mal was. Aber diese hier kann man Insta-Sellen, ja. Ich dachte, die werden direkt weggehauen, aber dann doch nicht. Kali Kamo, nee. Passt schon. Was lacht mich denn noch so an? Guck mal, die Unicorn. Nehmen wir. Mit meinem Glück wird das das Knife und die AWP. Zack, bumm. Merkt da was. Jetzt am Anfang sieht man die roten Sachen noch, aber dann sind sie eher grau. Wow.
Weg damit. Ich glaube, wir müssen hier einfach in das teure Segment, dass wir auch was ziehen können, ne? Wir schauen uns einfach mal das hier an. So. Bumm. Und da ist natürlich jetzt ganz klar ein Riesengewinn drin. Logisch. Passt mal auf, wann jetzt gleich die grauen Sachen kommen. Ach, es gibt gar keine grauen. Oh, Leute, es ist fast eine Blaze geworden. Schade. Eine Grinder in FN. Die ist eigentlich ziemlich cool. Die kann man behalten, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch diese ECW-Kiste. Wow, ich sehe es direkt, Leute. Das ist es. Das ist es. Ich drehe mich jetzt ein Stück zur Seite und bin gleich wieder da, wenn wir den fetten Gewinn eingefahren haben. So ein Riesengewinn. Achtung. Ja! 846, so eine Reaktor ist schon teuer. Kann man behalten. Aber was haben wir hier, Reaper? Jetzt rieche ich's. Riecht es auch? Riecht so ein bisschen verbrannt, aber auch wie ein Win. Und der geht jetzt rein. Aber hart. Was? Laberst du mich gerade voll? Die ist dann ungefähr 80 Cent wert, ne, dieser Reaktor. Die Grinder ungefähr 50 Cent. Und die hier dann nochmal, ja, 17 Cent oder sowas. Ach, oder wisst ihr was? Ich habe den Meteorit jetzt doch nochmal weggehauen. Und, ja. Jetzt machen wir mal das hier. Oh shit, da gibt's auch Blue Skins. Oh fuck. Oh fuck. Ha. Ha. Ha! Leute, wir haben Win eingefahren. Also diese eine Drehung. Wir haben für 1,50 Euro gedreht und 3,50 Euro rausbekommen. Das ist ja praktisch alles. Nur noch besser. Und noch viel mehr. Jetzt halt die Frage. Mache ich für das Video den Scheiß einfach weg, um noch weiter zu drehen, dann vielleicht mit Null rauszugehen? Oder behalte ich das Ding? Ich behalte es natürlich, hallo? Wir haben noch die Grinder, die ist richtig geil. Und eben diese Ultra 3,50 Euro Waffe da. Jetzt treten wir wieder ein in diesen etwas niedrigeren Bereich. Und zwar in die Trooper-Kisten-Bereich-Geschichte. Da ist sogar eine Mecha Industry und noch eine Redline hin. Und auch immerhin die hier und die hier und die hier. Guck mal da. Hier ist immerhin, ja doch. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Machen wir auf jeden Fall. Für 15 Cent, oder? Bin ich gerade bescheuert? Sind das 15 Cent? Da wäre natürlich sowas echt ein Ultra-Hauptgewinn. Also das ist, so, da ging übrigens gerade die Grinder rein. Und die Reaktor ist auch eingetrudelt. Es geht doch recht fix. Also ich würde sagen, das hat jetzt vielleicht 2 Minuten gedauert oder sowas, bis die da waren. Wir machen sie nacheinander auf. Wir machen sie nacheinander auf, um längere Nervenkitzel zu haben. Los geht's! Ganz, was ist weiß? Grau? Oh shit. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich diverse Rigs in der Kommentarsektion finden werde. Ja, das hauen wir nochmal raus, das Ding. Ja, weg mit da. Und da wird das nächste geöffnet. Ganz klar ein Knäf. Ist ganz klar. Es kommt einem fast so vor, als hätte man auf CSGO selbst mehr Glück. Ah, da ist das andere Trade-Offer. Als hier. Oder als generell auf externen Seiten. Also ich bin eh ziemlich krass am Verlieren immer. Wobei das ja auch, also ich meine, das geht ja mehr um den Entertainment-Faktor und nicht um, ist das sogar eine Stat-Track? Das ist eine Stat-Track Desert Eagle, die wir da bekommen haben oder die wir jetzt bekommen. Deswegen ist sie so viel wert. Das ist eine Stat-Track Korinthen-Kacker in Fabrik neu. Gar nicht mal so übel, oder? Also so als Einzelding war das halt auf jeden Fall ein Gewinn, aber im Gesamten eher nicht. Wir hatten 7 Euro und haben jetzt wie viel Euro rausgeholt? Vielleicht 4 oder 5. Hey, es geht eigentlich. Also ich habe schon viel krasser verloren. Okay, wir machen jetzt einfach nochmal eine Heavy-Kiste auf und eine Unicorn-Kiste. Wir machen Unicorn zuerst auf. Komm. Ja, komm. Oh, shit. Fast wieder so ein Reaktor. Wow, ein Blumensprung. Super. Die ist so sexy. Und wahrscheinlich die letzte Drehung des heutigen Tages. Und es ist... Ja, gut. Ein Glücksfall! Eine Sage Spray! Fucking amazing, dude! Durch den Verkauf dieser ultra teuren Skins haben wir die Chance, nochmal hier eine 5-Cent-Kiste aufzumachen. Aber welche? Haben wir die Shadow schon aufgemacht? Die machen wir jetzt auf, so. Das sagt mal jetzt. Ich denke, wir sind jetzt, wie gesagt, bei ungefähr 5 Euro und ein paar verquetschte. Wir hatten 7 Euro und 10 Cent oder so. Ich will jetzt hier mit Dickgewinn rausgehen, meine Damen und Herren. Schön, so eine Army-Schiene. Ach, vorzüglich. Die esse ich zum Frühstück. Und ja, das war's dann soweit von mir. So sieht das Profil übrigens aus. Man hat hier auch Ranks. Und hier auch nochmal Glücksspiel. Ist ab 18, dieses Drehen und Skins und hin und her. Das ist ab 18. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr die Finger davon lasst. Also von dieser ganzen gelbe Geschichte. Außer ihr seid reich und sagt, mir ist egal, ob ich jetzt 30.000 Euro verliere oder nicht. Dann macht's halt. Aber sonst macht's lieber nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.